Wir sind wieder zurück im Garten der Familie Madle und wir sind aus gartenbautechnischer Sicht auf die Zielgeraden. Wir haben sämtliche Pflanzarbeiten abgeschlossen, das Bewässerungssystem funktioniert mittlerweile, das Hochbeet steht und heute werden wir den Rollrasen verlegen. Unser Boden hier bei der Familie Madle wurde so vorbereitet, dass wir im allerersten Schritt mit Hilfe einer Bodenfräse die bestehende Rasensode abgezogen haben. Danach wurde der Boden aufgelockert. Wir haben ein gutes, sehr sandhaltiges Substrat eingebracht, quarzhaltig, das liebt der Rasen. Und jetzt im letzten Schritt wurde noch einmal mit einem Rechen eine Feinplanie noch einmal geschaffen. Das heißt, ein Endniveau wurde definiert und dann wurde gewalzt. Und jetzt trägt der Daniel gerade den Rasen auf. Ein Rollrasen hat zwei ganz große Vorteile. Einerseits natürlich auf der Hand liegend, dass er innerhalb weniger Stunden eine dichte grüne Fläche ergibt und man nicht wochenlang warten muss, bis der Rasensamen wächst und gedeiht. Und andererseits, weil durch diese dichte Rasensode auch verhindert wird, dass andere Pflanzen, die man vielleicht auf der Rasenfläche nicht zwingend möchte, aufgehen können. Es empfiehlt sich, den Rollrasen innerhalb eines Tages zu verlegen. Im Bestfall wird er zeitig in der Früh angeliefert und dann wirklich innerhalb eines Arbeitstages verlegt. Sollte das aus irgendwelchen technischen Gründen nicht machbar sein, empfiehlt es sich auf jeden Fall, den Rasen im Schatten zu lagern, nicht in der prallen Sonne und dann auf jeden Fall dazwischen zu wässern, um sicherzustellen, dass dieser Teppich immer schön feucht bleibt und die Wurzel somit befeuchtet ist. Beim Gießen kommt es natürlich sehr stark auf die richtige Menge an. Man kennt das von zu Hause, oftmals gießt man und man weiß gar nicht so richtig, hat man jetzt die richtige Menge erwischt, ist es zu viel, ist es zu wenig. Deswegen verwenden wir von Gardena gerne Sensoren, die die Bodenfeuchte messen und dadurch Hilfestellung leisten, was die richtige Wassermenge betrifft. Wenn man einen sehr nassen und regenreichen Sommer hat, dann muss man offensichtlich nicht zusätzlich gießen. Wenn es ein sehr trockener Sommer ist, wächst der Rasen automatisch langsamer und muss somit auch nicht so oft geschnitten werden. Das hängt total von der Saison ab. Die Gardena Rasenroboter haben verschiedene Funktionen. Zum einen kann man sie so einstellen, dass sie ab einer gewissen Temperatur nicht mehr mähen, die sogenannte Frostschutzfunktion. Dann gibt es die Möglichkeit, Zeitpläne einzustellen, dass man eben also sagt, wann soll er genau mähen. Und dann gibt es die Möglichkeit, nachtaktive Tiere zu schützen, indem man die Tageslichtfunktion einschaltet. Rasenmäherroboter haben natürlich einen großen Vorteil, sie übernehmen die Arbeit für einen selber. Sie mähen wirklich sehr intervallsmäßig die komplette Rasenfläche und das permanent. Ein Rasenmäherroboter funktioniert wie ein Mulchsystem. Das heißt, es schneidet vom Grashalm nur das oberste Stück ab und der Rest verbleibt auf dem Rasen als natürlicher Dünger. Das hat auch den großen Vorteil, dass man das Schnittgut nicht entsorgen muss. Je öfter ein Rasen geschnitten wird, desto dichter wird er und desto gleichmäßiger wird natürlich das Bild dieses Rasens. Also für die nächsten Wochen gilt bewässern, bewässern, bewässern. Das ist das Allerwichtigste. Man sollte ihn jetzt auch für die nächsten zumindest zwei Wochen nicht betreten. Und danach kann man sagen, besteht die laufende Pflege darin, dass man ihn regelmäßig mäht. Der Rollrasen ist nun fertig verlegt. Das heißt, aus gartenbautechnischer Sicht haben wir all unsere Arbeiten nun abgeschlossen und können das nächste Mal mit dem Möblieren und Dekorieren starten.